Hey Leute von Xbox Dynasty, ich schon wieder, euer Zorn, und ich zeige euch heute den Big Head Modus von Gears 5 im neues Spiel Plus Modus. Hier, wie ich euch in den anderen Videos schon gezeigt habe, könnt ihr Mutatoren aktivieren. Ich habe jetzt den Großkopf-Modus Wackelkopf aktiviert und bei Kopfschussexplosion soll Konfetti kommen. Dazu habe ich noch aggressive Gegner aktiviert und möchte euch jetzt einfach ein bisschen Gameplay auf der Xbox Series X zeigen. Also, ich wünsche euch viel Spaß, abonniert den Kanal und drückt den Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefällt. Bis dahin, macht's gut, ciao! Siehst du? Alles gut. Da. Das muss der Kopf. Das Labor ist hier. Komm schon. Guckt's euch an. Alles klar? Weißt du, du musst nicht ehrlich sein. Nein? Doch, ich bin ehrlich. Das sieht lustig aus. Warte. Früher oder später wissen sie, wer du wirklich bist. Guckt's euch an, Leute. Eieiei. Was mit der? Komm her. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich könnte mich totlachen. Was haben wir hier? Hau ab. Los, hilf mal jetzt. Oh mein Gott. Da guckt sie aber. Wo? Ah. Oh mein Gott. Nichts. Gut. Wir haben es nämlich gefunden. Wir müssen. Also. Das ist ja wohl. Okay. Wir kommen da nicht rein. Nicht so, ach, wirklich? Türme da sind. Oh, du Pfeife. Komm zu mir. Genau. Ihr müsst mir hochhelfen. Das mache ich gleich. Komm zu mir, dann helfe ich dir. Komm, du hast so einen großen Kopf. Da kann man dich schnell abschießen. Also. Ja, also ich würde sagen, das sieht doch mal richtig witzig aus hier, oder? Oh mein Gott, ey. Ja, also im Koop mit Freunden ist das hier bestimmt eine ganz witzige Sache. Und ich denke, ich renne hier mal eben schnell durch. Die Türme hängen wahrscheinlich an Generatoren. Wenn wir die finden, können wir sie ausschalten. Ja, ich weiß doch Bescheid. Ich will hier aber jetzt nicht zu viel zeigen. Nur den Headcorp hier. Und Quatsch, zurück zur Lobby. Und ich zeige euch jetzt auch noch was Cooles, was auch noch mal für Abwechslung sorgt. Also, wir können nämlich sagen, dass wir nicht nur mit der Core spielen wollen, sondern, wo war's? Ja, das war weiter oben, oder? Wir machen erstmal nur den Großkopf. Aktives Nachladen. Ja, machen wir so. Wir machen jetzt volle Kanone. Spielen Sie als Drohne, richtig. Kopfschuss. Gibt's nur hier. Von mir aus. Ja, feindliche Modifikatoren. Schock. Gegner verursachen Schock. Lebensraubend. Oh Mann, okay. Tod bei geringer Gravitation. Wir machen jetzt mal richtig volle Kanone. Aggressive Gegner hatte ich schon. Eigenbeschuss machen wir auch noch. Von mir aus. Gesprochene Gewehrgeräusche. Das lasse ich jetzt mal aus. Oder sollen wir es auch noch mal? Komm, ich habe gesagt, wir machen alles rein. Bildschirmeffekte.
Goldene Stunde. Film grün. Film blau. GS1. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, yeah. Mein lieber Scholli, was gibt's denn hier alles? Boah. Also, ich will jetzt einmal kurz das zeigen. Das sieht schon so witzig aus. Oh mein Gott. Wo gehen wir hin? Komm, wir gehen und machen einen kleinen Schritt. Oh yeah. Ja, wir, also wenn ich jetzt euch alle Mutatoren zeigen wollen würde. Was ist das denn? Das war's. Hat irgendjemand eine Rakete bestellt? Das ist ja mal mega. Das ist ja wohl der Oberhammer. Das ist Kate. Schon möglich. Auch noch mit Big Head und allem, ja? Ey, wenn das nicht mal hier... Los, los, los! Fahrt sieht auch geil aus. Guckt ihn euch an. Voll ey. Öffne die Luke. Wirklich? Soll ich das machen? Okay, ich öffne mal die Luke kurz. Los, los! Oh Mann, ey. Also das... Okay, das wird alles gut. Oh, das sind hier... Einblicke und Ausblicke. Das ist nicht okay. Was zur Hölle ist das? Vorsicht! Ey. Hat jemand eine zündende Idee? Ich würde sagen, abhauen wäre eine zündende Idee. Es muss wieder loslassen. Hört ihr das? Ich kann nicht mehr. Scheiße! Ich brech zusammen, Leute, ehrlich. Das mache ich nicht hier, das ist das Spiel. Hier. Warte jetzt. Bau! Überall die kleinen Scheiße. Genau. Hä? Es muss jetzt wieder loslassen. Ey, das ist so mega. Das ist so mega. Im Koop. Koop, sage ich schon. Im Koop. Sie kurz vom Big Head Koop Modus. Einfach nur mega. So jetzt. Hey. So, das war's. Und wie kommen wir runter? Ey, ey, ey. Kum. Leute, Leute, Leute. Kommt man auf sowas? Scheiße, es ist noch nicht fertig mit uns. Der will gar nicht uns, sondern die Rakete. Luke, der Weg nach unten. Okay, Leute, ich würde sagen, wir nehmen mal noch einen anderen Filter. Also einen anderen Grafikfilter. Als Mutator. Ey, Leute, ich schrei mich weg. Du. Bau. So.
Ich möchte einmal den Goldmodus zeigen. Aber nicht mehr als Drohne spielen. So. Und zurück. Und was nehmen wir jetzt? Was nehmen wir jetzt? Was nehmen wir jetzt? Wir gehen mal hier. Yeah. Hä? Ach so. Hier unten. Bin schon völlig durcheinander, Mensch. Das gibt's ja gar nicht. Zum Haupttor. Da soll nichts mehr reinkommen. Mir ist schon klar, dass ich hier das Kommando habe, hä? Und wir werden Carmine im Stadtzentrum unterstützen. Gut, dass wir wieder hier sind. Wir haben unsere Pflicht getan. Find dich einfach damit ab. Abfinden, also. Die kommen sich aber ganz schön nahe hier. Hey. Oh, shit. Ey, ist das mega. Die Köpfe passen kaum in den Hubschrauber hier. Ich bin gespannt. Los hier, los, los! Jump, low! Bewegt euch nach! Okay, das war jetzt der Goldmodus. Da möchte ich aber auch noch mal wenigstens den Gears 1 Modus aktivieren. Und dann, ich weiß gar nicht, wo wir alles noch hinjumpen können. So. Gears 1 Modus mit Big Head. Ich bin gespannt, was für ein Grafikfilter hier drüber gelegt wird. Also, oh Mann, mega. Boah, das ist krass. Jetzt hätte da nur Gears einstehen müssen, da wäre ich vom Stuhl gefallen. Ist, wie ich vorher gesagt habe, nicht gerade glücklich. Sie ist jetzt fertig damit, mich anzubrüllen und will nun euch anbrüllen. Also ich denke, hier könnt ihr euch ein Bild machen, wie Gears 5 mit dem Gears 1 Filter aussieht. Dazu noch Big Head Modus aktiviert. Nur Batista hat keinen großen Kopf spendiert bekommen. Haha, guckt euch das an. Oh mein Gott, ey. Das wäre heftig, wenn die hier jetzt auch alle doch ein Big Head hätten, oder? James, oh mein Gott. Guck mal hier, Batista, der kann nur Englisch. Hey, wird Sergeant Phoenix jetzt... You can call it. We're at war, even if it doesn't feel like it yet. We all have to be honest. Okay. Weiter geht's im Programm. Wir zeigen euch nämlich jetzt noch ein Filter Minimum. Direkt zum Vergleich vielleicht nochmal Gears 2 als Grafikfilter. Oder 3? Nein, wir nehmen 2. Okay. Ich nehme das nochmal zum Vergleich. Kampagne starten, auf geht's.
ist noch nicht fertig mit uns. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Da wollte ich doch gar nicht hin. Was ist passiert? Habe ich das falsche Level ausgewählt? Da muss ich aber gleich mal zurückspulen. Ich habe doch Diplomatie gehabt, oder? Hä? Okay. Ach, mein Gott, ey. Ja, bei so viel hin und her. Und 15 aktivierten Mutatoren. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Pinkes Einhorn. Ey. Ich will euch alles zeigen, Mann. Okay. Wir machen jetzt schnell. So, jetzt nochmal. Gears 2 Filter zum Vergleich. Vorhin war der Gears 1 Filter drüber. Könnt ihr euch jetzt mal eben noch eine Minute anschauen. So, und ich denke, jeder, der die Gears of War-Reihe lieben gelernt hat, hat es sofort erkannt und gesehen. Und jetzt der letzte Muchacho, ist Pinkes Einhorn. Und ich bleibe hier. Auf geht's, Pinkes Einhorn mit großen Köpfen. Okay, ich bin mal wieder irgendwie in diesem Level gelandet. Also, man zwingt mich wohl, es zu beenden. Aber... ich zeige euch trotzdem nochmal. Hast Munition! Wow! So, jetzt renne ich voll rein hier, komm. Nein, komm. Richtig hier. Einmal richtig sterben. Zum Ende nochmal. So, ich habe gleich keine Munition mehr. Aber hier in Pink sieht doch alles ziemlich abgefahren aus, muss ich sagen. Eieieiei. Da spritzt das pinke Blut. Und nun ist Feierabend. So, ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck von dem verschaffen, was euch bevorsteht bei Gears 5 mit den ganzen Mutatoren. Und ja, ich freue mich natürlich auf eure Kommentare zu diesem Video und werde jetzt das nächste Video für euch aufzeichnen und direkt hier im YouTube-Kanal von Xbox Dynasty veröffentlichen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.